Ach, Leute, 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 mir geht's nicht so gut. Der Sandbox-Mode ist raus. Ich sollte Licht anmachen. Und ratet mal, wer den Sandbox-Mode nicht nutzen kann. Ringerspieler. Danke, Riot. Danke, fucking Riot, dass wir Sandbox-Mode nicht nutzen können, weil mein Champion keine Mechanics mehr hat, die ich üben kann. Auf jeden Fall Flame kann ich auch später. Ich kann jederzeit Riot Flame. Ich hasse Riot. Aber an dieser Stelle, hey Leute und herzlich willkommen auf dem Players Hub Channel. Ich bin euer Silphy, ich bin etwas mad, ich bin etwas getiltet. Vielleicht auch, wenn ihr jetzt gerade auf Twitter seid. Nee, warte mal, doch jetzt? Nee, heute. Heute. Wenn ihr heute auf Twitter seid, sollte euch auffallen, dass ich auf so einem kleinen Rampage bin und, ja, und meinen alten Ränger vermisse. Aber darum geht es gar nicht um in diesem Video. Ich wurde gerade etwas zu sentimental. Und zwar geht es darum, dass ich oft gefragt werde: Silphy, woher weißt du, was du als Jungler zu tun hast? Woher weißt du, welche Route du machen willst? Woher weißt du, welche Lane du ganken willst? Und so weiter und so fort. Ich dachte mir, ich nehme mir in diesem Gameplay einfach mal wieder Zeit, um auf solche Sachen einzugehen. Ich glaube, ich werde es früher oder später eh vergessen, aber ich werde versuchen, richtig darauf zu achten. So, die erste Sache, worauf wir nicht nur als Jungler zu achten haben, sondern auch generell als League of Legends Spieler, sind immer unsere Lane-Matchups. Ja, du musst wissen, welche Lane du ahead bringen möchtest oder welche Lane du beschützen möchtest und auch warum du das tun möchtest. Moment. Wenn ich mir hier das Ganze angucke, habe ich zum Beispiel Top Lane, die eine snowballende Lane ist. Mitte ist ebenfalls Snowball, ne? Und Bot auch. Also das heißt, bei der Top Lane möchten beide Snowballen, bei der Mitte möchte meine Lane Snowballen und bei der gegnerischen Bot Lane möchten die Snowballen. Also generell möchte jeder Champion Snowballen, ne? Nur gibt es Champions, die sind davon abhängig, dass sie Snowballen. Falls ihr nicht wisst, was Snowballen bedeutet: Snowballen ist einfach nur, wenn man sich ein Lead holt und den halt immer weiter ausbaut. Wie ein Schneeball, der einen Berg runterrollt, ne? Der ist am Anfang normal groß. Und dann, wenn er runterrollt, sammelt er immer mehr Schnee an und wird dann so gesehen größer. So. Und jetzt muss ich gucken, welche von diesen Lanes hat die immer die größte Priorität. So, und das hier ist für mich auf jeden Fall die Midlane. Weil ich habe eine starke Midlane mit Syndra. Und ich muss den TF aufhalten, dass er keine Global Plays machen kann. Ganz wichtig. So, das heißt, ne, ich möchte in diesem Fall Mid- und Top-Lane snowballen. Weil beide sind sehr, sehr davon abhängig, dass sie snowballen, ne? Also die gegnerischen Laner, meine genauso. Mit Botlane ist zwar nicht nice, wenn die gefickt werden, wenn die gesnowballt werden. Warte mal. I start Raptors. So, das heißt, ich möchte diese Lanes halt ahead bringen. Alles gut. Oh, das ist sogar ein nice Pull für mich. Danke, Syndra. Ich habe gerade übelst viel Zeit gespart. Ich habe auch generell eine neue Technik gelernt, die ich hier nutzen werde. Und zwar ist das, ihr kennt ja alle meinen Level 6 Clear. Den Fast Clear. Den werde ich machen, nur mit dem Unterschied, dass ich dieses Mal die Top Lane ganken gehen werde, nachdem ich den Blue gemacht habe. Und das hat den Grund, dass ich dort dann im Normalfall ein Flash rausbekomme. Im Normalfall, ne? Nicht immer natürlich. Und ich dann, wenn ich dann wieder hochgehe zum Ganken, ist dann mein Ghost wieder ab und ich kann dann mit Level 6 die gegnerische Top-Lane ganken. Und hab dann halt Ghost, währenddessen sie kein Flash macht. Das ist so eine neue Trick, den ich herausgefunden habe. Aber auf jeden Fall, ich farm jetzt erstmal ein bisschen. Generell ist Rengar gut ab dem Gank mit Level 6. Ich muss aber vor 6 ein bisschen aufpassen, vor dem Graves. Ich kann jetzt aber auch erwarten, dass der Graves sich hochjungeln wird. Ne, er wird sich runterjungeln. Graves wird Mitte oder Botlane als erstes gehen. Ziemlich sicher, weil ich glaube, er hat Topside angebracht. Ich habe gerade nicht so darauf geachtet, Leute. Im Normalfall achtet immer darauf, wo der Gegner schon Jungle anfängt. Aber wenn ich hier noch nebenbei das Commentary mache, geht ein Teil meines Denkens leider ins Nichts. Wir sind da hochgegangen. Okay, erst Mitte. So, ich mache mir jetzt nicht zu viele Gedanken drum. Das werden meine Lane etwas aufs Maul bekommen sollten. Kann man denken, dass Graves nach oben rausgehen? Ja, tut er auch. Graves top. Das hätte ich viel besser machen können. Ich kriege gerade sehr, sehr, sehr viel Damage. So.
Lass mich oben nochmal blicken. Das ist jetzt rein für die Counter-Gank da. Nicht vergessen, Leute, der Counter-Gank ist wahrscheinlich der tödlichste Gank. Na, da ist er. Weil euer Gegner im Normalfall mit allem committet, was er hat. Oh. Oder der Sylphie geht hinten. Okay, das ist fein. Ich habe hier einen Verein getradet. Ich habe eine Kille gemacht. Und Irene hat jetzt keinen Flash mehr, wenn ich mich nicht irre. Kann natürlich auch sein, dass ich mich verguckt habe, ne? Das kann halt immer möglich sein. Ganz neu, ich hole mir immer wieder früh die Boots. Präferenzsache, Leute. Einfach nur Präferenzsache. So, jetzt kann ich nämlich, genau, jetzt respawn auch gerade meine Camps. Jetzt kann ich hier wieder meine normale Route machen. Und werde dann, wenn ich wieder auf die Toplane hochgehe, mein Level 6 haben. Und ab dem Moment sollte Toplane hart gewonnen sein. Aus dem einfachen Grund, dass mein Jace hat die bereits den CS-Lead. Irelia hat zwar den Kill, aber er hat die mehr Pressure auf der Lane. Oh, das habe ich gerade total verkackt. Fix Batman. Das heißt, ich clear erstmal wieder meinen Jungle durch. Den hier brauche ich gar nicht zu smiten. Schön, meine Botlane gewinnt auch. Nochmal die Ping-Org gleich mitgeholt, ne? Wir sind ja Teamspieler, Leute. Wir sind ja ein richtiger Teamspieler. Okay, ich bin sogar ein bisschen weiter vorne von der Erfahrung her. Ich glaube, ich könnte eventuell sogar Crux auslassen. Aber das wäre etwas zu risky. Nice, Botlane gewinnt, das ist schön. Okay, das heißt jetzt für mich als Jungler, ich kann auf Botlane den Fick geben. Weil die Lane gerade von alleine gewinnt. Und über sowas freut man sich immer als Jungler. Also mindestens eine Winning Lane sollte man haben als Jungler, sonst ist halt ziemlich doof. Okay, ich kriege hier die Information, dass Botlane keine Summoners mehr hat. Ich möchte aber trotzdem nicht ganken. Warte mal. Graves Top slash Mitsun. Er wird wahrscheinlich eher Toplane sein. Ich tendiere gerade eher auf die Toplane. Okay, Blitzkrieg hat die Pflanze ausgelöst. Einen Fehler habe ich gemacht, und zwar habe ich keinen. Also eigentlich hätte ich jetzt den ganzen River gewordet. Auf der Bot-Side, aber weil Syndra bereits ihr eigenes Board da reingesteckt hat, muss ich das nicht machen. So, jetzt, die Grump mache ich trotzdem noch. Es passt einfach noch gerade von der Zeit her. So, jetzt habe ich halt wieder die Möglichkeit, ne? So, als Jungler generell immer eure Priorität auf eine Seite der Map setzen. Okay, nice. Bruder? Irelius hier. Lol. Er hat sich dort halt Tower-Aggro geben lassen. Ja, ich muss hier weggehen. Ich dachte, er macht einfach nur den Sniper und nicht gerade direkt diesen All-In-Commit. Das ist jetzt scheiße. Das ist gerade ziemlich scheiße. Okay, ich gehe aber noch nicht in die Base. Ich habe zwar ganz gut Gold. Aber ich gehe lieber runter. Ich habe keine Ulti. Ich will da nicht ganken. Ich denke aber, dass die gegnerische Botlane gleich sehr aggressiv rangehen wird. Jetzt mache ich noch die hier. Graves on his red. So, der Grund dafür, warum ich jetzt gleich runtergehe, ist einfach, die gegnerische Botlane hat gleich hier Level 6. Syndra hat an sich den TF unter Kontrolle. Das heißt, ich muss nicht so viel Angst vor ihm haben. Und die haben halt gleich hier Level 6. Das heißt, ich kann erwarten, dass die sehr offensiv rangehen. Okay, fine. Fast dasselbe. Es war nice debated vom Ezreal.
Okay, ich kann noch mal hier meine Crocs machen. Wichtig ist immer, ne, bevor ihr in die Base geht, wenn ihr könnt, cleart noch mal eine Seite des Jungles komplett durch. Weil in der Zwischenzeit das ganze Camp respawnt. Und ihr dann, wenn ihr im Normalfall wieder auf die Seite des Jungles zurückgeht, alles wieder gespawnt ist. Und es euch mehr Gold und Erfahrung gibt. Weil die Camps natürlich dann halt auch im Level höher sind. Okay, Graves ist hier. Das ist aber fein. Ich bin ihm ein Level ahead. Ich hab halt auch das Doppel an seinem Farm, ne? Und ich habe bis jetzt auch mehr Pressure gemacht als er. Gut, als Smite nehme ich mich hier das Blue Smite. Actually, nein, ich nehme das Red Smite. Viele fragen immer, Siffy, welches Smite? Warum? Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm, ne? War das nicht die Sendung mit der Maus? Ich glaube schon. Oh Leute, Sorakult, die war voll spät. Und zwar liegt das daran, dass die Gegner Burst haben, den ich aufhalten möchte. Und deswegen ist hier das Red Smite besser. Und sollte das nämlich nicht der Fall sein, ist nämlich das Blue Smite mit. Okay, der Lead hier oben ist leider weg. Ich muss nämlich gucken, dass ich das wieder ausgleiche. Okay, Problem ist TFS Miss. Hier jetzt ein Play zu forcen wäre ziemlich, ziemlich riskant. Weil wir einfach nicht wissen, wo er gerade ist. Ich clear mich aber wahrscheinlich runter. Warte mal. Flashes? Ich frag lieber nochmal nach. Wichtig immer, Leute, fragt immer als Jungler ab und an nach den Flashes. Weil die Lanes ohne Flash sind immer meistens die, die sich halt auch am besten anbieten. Dementsprechend. Weil die halt einfach total wehrlos sind. Oh, I don't know, boys. Wir haben doch gesehen, dass er missgegangen ist. Rip, Bruder. Das war ziemlich greedy von denen. Oh, ist das hier vielleicht auch greedy von mir? Okay, das war nicht ganz so, wie ich es erwartet habe. Irgendwie habe ich gedacht, ich krieg ihn noch. Ist er denn noch hier? Das war verdammt greedy von mir. Okay, ich versuch jetzt einfach mal den Drang zu machen. Leute, macht das bitte nicht zu Hause nach. Weil wenn ich jetzt Pech habe, ist hier eine Ward und ich bin RIP. Okay, nein, hier scheint keine Ward zu sein. Weil keiner darauf reagiert. Oh, Blitzcrank? Doch, die wissen es. Nee, die wissen es nicht. Ah, doch, die wissen es. Scheiße. Ja, Leute, wie gesagt, ne? Nicht so. Oh, Leute, resette. Bitte resette. Oh, mein Gott. Nice. Nice, nice, nice. Okay. Ich clear mich nochmal durch. Und dann mache ich das so, dass ich wieder auf die Botlane runtergehe. Und dann, den Dragon mache. Leute, nicht sterben. Auf mich warten. Auf mich warten. Auf mich warten. Okay, Grace ist auch da. Q, 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 Q. Ezreal, Q. Oh, schade. Okay, das da war doch, ne? Dazu sagt man auch, not bad, Kollege. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe irgendwo mittendrin meine Combo verkackt. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Die Combo sah mir nicht so smooth aus, aber es ist fine. Es war hier wichtig, dass ich dort auf den richtigen Moment warte, bevor ich reingehe. So, jetzt wo das Objective unten weg ist,
muss ich mich jetzt um kümmern, dass wir Tower kriegen. Ab einem gewissen Punkt, gerade wenn ihr Herz seid, oder mir fällt das jetzt so, ich bin 5-0, ist es wichtig, dass ich Objectives ranhole. Und jetzt ist der Moment dafür. Ich gehe nicht direkt auf die Lethality. Ich hole mir hier erstmal noch ein bisschen was von der Cooldown Reduction. Okay, ich muss aufpassen. Oben zu ganken wird jetzt sehr gefährlich. Bisschen Intuitive Force fertig. Sie ist 3-1. Eigentlich heißt es Never Gank in Losing Lane. Okay, nevermind. Aber der Blitzcrank denkt sich, fick dich mal, ich gank die Gewinde Lane. Okay. Lul, okay, ich hab mal einen Kill wenigstens noch gemacht. Holy shit, ich dachte, die läuft da immer noch weg. Okay, das war mal bad. Aber ich habe den Tower hier aufgehalten. Das bedeutet, dass wir hier eigentlich den Tower unten machen können sollten. Ich hätte sofort resetten sollen mit. Lol. Mach doch den Tower! What? What? Just take the tower? Ich meine, war doch klar, dass der TF instant runterkommt. Das ist der Unterschied. Der Tower-Aggro nicht bekommen. Warte, hier ist eine Ward drin. Ne? Wenn hier eine Ward drin ist, immer hier außen an der Wand rumlaufen. Ist sie greedy? 5, 4, 3, 2, 1. Sie ist nicht greedy. Nee, weg hier. Die wird ja auch nicht alleine sein. Ich base lieber nochmal. Ich muss Toplane so krass aufpassen. Ja, die spielen jetzt alle gerade um die Top-End herum. Dass wir unten den Tower machen, ist halt ultra wichtig wegen Tower First Blood. Deswegen möchte ich ungern den Tower oben aufgeben. Null. Actually, kenne ich den Blitz nicht? Kommt der Name sehr bekannt vor. Warte, wofür tippen wir? Wofür weiß das Tipi, lol? Okay. Nice. Ja, Juicy Boys, ne? Sagt man nicht nein zu. Verlieren wir den Tower? Okay. Wir machen um das Tower First Blood. Ist in Ordnung. Ich gebe das mal dem Jace alleine. Und fahren wir jetzt weiter durch. Diese ganze Clown-Fiesta hier hat mich ziemlich viel gekostet an Zeit. Und auch an Farm, Leute. Ich hatte nämlich eine massive Farm mit dem Grace gegenüber. Den ich jetzt verloren habe. Nur damit ich hier Druck erzeugen kann. Das ist manchmal wichtig. Also ihr müsst manchmal euren eigenen Kram aufgeben, um den anderen zu helfen. Ich meine, ich bin jetzt immer noch 2 Levels ahead, ne? Ist halt ziemlich nice. Farmtechnisch halt auch noch ahead. Okay, jetzt farme ich erstmal alles wieder durch. Weil solange ich den Graves auch sehe, weiß ich, dass ich selbst nichts gerade machen muss. Weil von den Lanes her war ja Top Lane meine Eye. Okay, Graves geht runter. TF wird auch hier runtergehen. Können wir weggehen, bitte? Oh, ihr seid alle tot.
Lol. Lol, ich bin Faker. Ich bin Faker. God bless Red Smile plus Rapper. Was war denn das für ein Flash von ihm? Holy shit. Das war nicht voll nice, aber es hat mich komplett getiltet. Wollen wir das überhaupt? Kommen wir nicht gleich von der Seite? Okay. Okay. Secret Ranger Jump. Den Q nutzen, um unsere Range zu erhöhen. Also um durch den Dash etwas weiter nach vorne zu kommen. Oh, die sollte ich glaube ich nicht machen, oder? Nee, das sollte ich nicht machen. Soraka, ich bin fein, ne? Okay. Das war jetzt nicht notwendig. Oh mein Gott, und das alles nur für den Cloud Dragon! Okay, wir haben jetzt immer noch negativ getradet. Ist fein. Wir haben den Clown Dragon erfolgreich verteidigt. Bleibt halt die Frage, ob ich ihn noch unbedingt verteidigen möchte. Fällt auf, ich hätte vorhin noch den Rift Herald mitnehmen können. Der Rift Herald wäre hier sehr wichtig gewesen eigentlich. Ich habe das Gefühl, die Leute committen hier einfach viel zu hart rein. Okay. Kaufe ich weiter ein. Ah. Leute, wir sind in der Lethality-Meter, hä? Was kaufe ich mir wohl? Ein schöner Edge of Night. Nee, was sag ich da? Ich hole mir jetzt straight up das Blade. Ich habe vergessen, mein Trinket auszutauschen. Ich finde, das rote Trinket vor Level 9 lohnt sich nicht so ganz. Einfach nur so Präferenzkram, ne? Ich will einfach nur den Damage haben. Ich brauche hier nicht den Spellblock. Das ist hier in diesem Game nicht so ganz wichtig für mich. Ich muss aber darauf achten, dass ich mir noch etwas Tanky-Wankiness dazu hole später. Weil die Irelia etwas problematisch noch werden könnte. Stirbt er noch? Ja, das ist voll, ey. Man kann nicht mehr so eine smooth Combo wie früher machen. Was ist aus meinem Rengar-Baby geworden? So, Griff ist Basen gegangen. Deswegen können wir uns den hier snacken. Ist fein. Ich farm jetzt aber auch wieder bei der Jungle. Ich habe nämlich gerade nichts anderes zu tun. Talk und auch nochmal eine Riesenwave. Geil, Leute. Clown Dragon. Oh, jetzt bin ich schnell am Ziel. Vielleicht Ulti wieder. Okay, wisst ihr was? Ich glaube, ich werde einmal umbauen. Ich glaube, ich werde mal einen frühen. Werde ich mir einen Last Whisper kaufen? Früh? Das ist jetzt echt eine Überlegung wert. Das ist jetzt echt eine Überlegung wert, weil Irelia ist mein größtes Problem. Natürlich möchte ich sie nicht one-shotten, aber ich möchte auch für sie eine Gefahr noch darstellen. Ich gebe Besen. Warte, können wir nicht den Nash machen? Ich will den Nash machen. Das ist eigentlich halt übelst greedy. Okay, whatever. Na, na, na. What it now? Okay, die Irelia ist the fucking beast. Ab dem, sie hat halt, ne? Ultra viel Armor. Mit unserer ganzen Backline wegdiven. Okay, dann mach ich hier doch nicht Recon. Ich farm doch nochmal weiter. Ich will halt noch mein Dustblade fertig, mein Draktar fertig haben. Das heißt nochmal zwei Camps. Ich höre trotzdem beide noch, er hat dem Griff gegenüber. Also jetzt erfahrungstechnisch. Er hat
Gleich erstmal sein zweites Item gefinisht. Natürlich muss man auch bedenken, Leute. Ich habe halt auch scheiße viel Gold durch Kills und so, ne? Das ist halt blöd. Ich habe keinen im Team, der es mir ermöglicht, einen Pick zu machen. Also klar, ich bin Rengar, ne? Ich kann selber Picks machen. Aber ich habe zum Beispiel keinen... Ich habe ein Team mit sehr schlechtem Follow-up auf sowas. So, nochmal eine Pinkboard kaufen. Holt euch immer eine Pinkboard. So, jetzt fragt euch bestimmt Silvi, wie willst du jetzt diese Map hier öffnen? Das ist immer ein großes Problem. Besonders wenn euer Midlaner gehookt wird oder die Djinn-Ulti kommt. Okay, jetzt habe ich hier einen Opener. LOL, das war viel zu greedy gespielt von mir. Das war legit viel zu greedy gespielt von mir. Ich meine, wir haben trotzdem... Ich habe Möwen getradet? Ich hätte hier außen warten sollen. Darauf, dass die hier vorne den Fehler machen. Aber nein, ich bin direkt reingegangen, habe eine volle Kombo kassiert. Ey, der ist aber übelst tanky, der Boy, ne? Der ist übelst tanky. Can we please get control over Nash? Wir haben den Tower leider nicht bekommen. Das war fein. Ich muss die ganze Nash-Area clearen. Jetzt wäre halt die Frage, ne? Ich könnte weiter auf Damage bauen. Aber dieses Game macht es mir schwer, Picks zu machen. Was sehr schwer ist. Nachdenken, ich könnte mir jetzt sogar straight up ein GL kaufen. Aber möchte ich das? Das ist immer die erste Frage. Ich habe eine bessere Idee. Warte, wissen die, dass ich im River bin? Ich weiß halt nicht, warum wir da etwas gezögert haben, um dort noch zu committen. Aber es ist fein. Ja, Irelia wurde halt komplett gesandwiched, ne? Okay, dann mein Baron no Jutsu. Ich bin Rengar und ich kann mich einfach am Nash schuppeln. Kappa. Perfekter NA-Smite, Kappa. Wisst ihr was, Leute? Ich kaufe einfach weiter Damage, okay? Ich kaufe jetzt einfach weiter Damage. So, jetzt haben sich die Gegner halt selbst in eine scheiß Lage reinversetzt, ne? Dadurch, dass die Irelia hier durch den River durchgegangen ist. Sie hätte mich ja eigentlich auch instant ficken können. Ich weiß nicht, warum sie es nicht getan hat. Aber das ist fein. Jetzt soll es einfach nur Comp ausspielen. Was haben wir denn für Comp? Wir müssen... Oh, wir haben so eine echt doofe Comp. Wir müssen groupen. Wir müssen nur da so groupen, weil die Gegner noch einen TF im Team haben. Dagegen willst du ungern Split pushen. Ist aber nice, dass ich hier noch einen Pick gemacht habe. Ich hasse das voll, wenn man so ein Team hat. Das ist... Ich weiß nicht mal, was sie hier für eine Comp haben. Ist das eine Siege Comp? What? Ich mach mal nicht bei den Drachen. Ich glaube nicht, dass mein Team mich hier großartig braucht. Rengar ist in solchen Szenarios eh nicht gut. Ich glaube nicht, dass sie da jetzt auch noch viel verscheißen können. Und wenn doch, dann haram. Oh, Soraka-Ulti. Ja, nice. Ich hab mir noch hier, ne? Jetzt komme ich wieder. Ich nehme mich jetzt ähnlich und wieder ready. Aber was ist in der Ward? Ist hier eine? Da.
Mach einfach den Scheiß. Ich chill jetzt hier einfach in Ulti und zone die damit. Gott hab. Tschüss zusammen. Die Tower hier oben können wir auch noch machen. Manchmal kann man Ränge-Ulti auch ziemlich gut als Zoning-Tool nutzen. Weil Leute sehen da einfach das Zeichen und denken sich, scheiße, ich sollte lieber warten, bis das Ding weg ist, bevor wir hier noch irgendwie was machen. Okay, ich will noch einmal Jungle durchklären. Topside kriege ich noch einmal durch, bevor ich in die Base gehe. Weil der Baron... Play endet eh gleich. Leute, diese Krabbe, ne? Gebt sie immer eurem Drecks-Jungler. Das ist so viel Bonusgold für den. Beziehungsweise auch Erfahrung, ne? Hier durch das Smite-Dingens. Ich meine, in dem Fall ist jetzt nur eine Krabbe. Ja, aber hast du oder hast du nicht? Test ein Edge of Night. Test Edge of Night? Ich mach zu viel. Hast du die Fight unten? Ich weiß nicht, ob ich hier noch irgendwas catchen kann. Oh, oh. Ich brauche gar nichts! Easy, Boys. Nice. So, und Tom machen wir auch noch. Ich gehe jetzt aber wieder Jungle Farm, so. Leute, ich bin so ein. Das ist so gerade so ein typischer Bronze-Jungler-Move, ne? Alle Gegner tot, erstmal die Welt für Counter juggeln. Nee, aber ich hätte hier eh jetzt nicht. Ich glaube nicht, dass ich jetzt hätte nochmal so viel Pressure zeugen können. Gott bless diesen gut aussehenden Ringer, der den Dragon geholt hat. Jetzt nicht unbedingt sterben. Okay, Boys, das hier war's. Wahrscheinlich jetzt auch mit dem Gameplay. Ja, das hier war's mit dem Gameplay. Ich weiß nicht, ob es euch viel gebracht hat, ne? Ich kann sowas vielleicht, lass mich lügen, einmal im Monat machen. Vielleicht sogar nochmal ein richtiges Video dazu oder irgendwie sowas in der Art. Schreibt es einfach mal in die Kommentare rein, ob es euch was gebracht hat. Ob ihr das verstehen könnt, ob ihr noch Probleme habt, irgendwie Sachen zu verstehen. Ich werde dann versuchen, irgendwie dann darauf einzugehen. Auf jeden Fall, Leute. Scheiße, was ist das? Egal. Auf jeden Fall, Leute, ich bin erstmal weg. Tschüss, tschüss, hau die rein und bis zum nächsten Mal.